Hallo und willkommen back im vierten und letzten Teil meiner kleinen Logpoint Team UEBA Serie. Mein Name ist Wolfgang Rieger, ich bin Senior Business Development Manager bei der TechData und mein Job ist es, komplizierte Dinge einfach zu erklären. Im vorangegangenen Teil stellte ich Ihnen kurz UEBA vor, wie UEBA funktioniert, welche Vorteile Sie mit UEBA haben, welche Erkenntnisgewinne Sie mit UEBA haben, wie UEBA verschlüsselt wird und ausgewertet wird. In diesem Teil möchte ich Ihnen abschließend noch ein paar Sätze zu Logpoint, zum SIEM und den Einsatzmöglichkeiten erklären. Logpoint wird als einziger europäischer SIEM-Hersteller im Gartner Quadranten geführt. Und zwar im Bereich der Visionäre. Der große Vorteil von Logpoint besteht darin, dass sie zum einen ELL3 Plus, also nach Common Criteria ELL3 Plus zertifiziert sind, sowohl in der SIEM als auch in der UEBA-Version und dass Logpoint natürlich ein europäischer Hersteller ist. Das bedeutet, die gehosteten Dienste wie zum Beispiel UEBA werden nach europäischen Datenschutzgesichtspunkten behandelt. Diese ELL3 Plus-Version bedeutet, sie ist auf einem hohen Funktionsniveau eingefroren und wird in der nächsthöheren Version weiterentwickelt. Was macht Logpoint zu einem guten SIEM-System? Wichtig bei einem SIEM-System ist zum einen, Sie müssen informiert werden, was ist passiert, und zwar zeitnah. Wer war alles in diesem Vorfall mit involviert, sprich welche PCs, Server, sonstige Systeme waren betroffen? Wann hat der ganze Vorfall begonnen? Wie kam der Schadcode ins Unternehmen, auf welchem Weg? Worauf wurde zwischenzeitlich zugegriffen? Dabei geht es um diese berühmt-berüchtigten 180 Tage erkennen, beziehungsweise nochmal 180 Tage im Worst Case ohne SIEM herauszufinden, was und ob überhaupt etwas entwendet wurde und worauf zugegriffen wurde und natürlich darüber dokumentiert werden, wie reagiert wurde. Diese Reaktionen können unterschiedlicher Art und Weise ausfallen. Entweder man macht das Ganze manuell, geht forensisch vor, oder man gibt das Ganze an ein sogenanntes SOA-System, Security Operation and Analytic and Response System weiter, was zum Beispiel auch von einer Simplify bei uns im Programm wiedergespiegelt wird. Diese beiden Hersteller, Logpoint und Simplify, arbeiten in dem Fall zusammen und viel Arbeit, manuelle Arbeit wird durch so ein SOAR-System automatisiert oder teilautomatisiert. Spart natürlich wieder Ressourcen und damit auch Geld. Was ist zum Beispiel im Dashboard zu sehen? Out of the box sehen Sie in einem klassischen Dashboard zum Beispiel bei Microsoft 365 angeflanscht, Datenexfiltrationen. Sie erkennen auf einen Blick, ob Daten in erhöhtem Maße abgesaugt wurden, kopiert wurden oder sonst irgendwie missbräuchlich genutzt wurden. Jetzt, last but not least, noch zu ein paar Punkten. Warum ist Logpoint der richtige Hersteller für Sie? Aus technischen Gesichtspunkten kann man sagen, durch die Unterstützung von MITRE ATT&CK Framework ist das ein super wichtiger Punkt, der out of the box hilft, Sie als Endanwender zu schützen, indem Sie drei, vier, fünf, je nachdem, dieser MITRE ATT&CK Framework Use Cases aktivieren, respektive von Ihrem Partner aktivieren lassen. Die branchenführende Single Query Abfrage von Logpoint ist sehr einfach zu lernen. Damit haben Sie sehr schnell einen Überblick und können sehr schnell eigene Reports, eigene Queries schreiben oder gezielt nach Vorfällen suchen. Das Ausrollen, die Installation der Lösung ist relativ einfach. Selbstverständlich, man muss im Vorfeld einige Tage an
Pre-Sales an Consulting-Leistungen in die Planung, stecken aber das eigentliche Deployment und die Installation geht sehr schnell. Es gibt sehr viele, es sind mittlerweile über 200 sogenannte Normalizer, das bedeutet von Herstellern wie Cisco, wie SonicWall, wie Sophos, wie Palo Alto, name it, gibt es fertige Normalizer, die diese Logdateien kennen, wissen, an welcher Stelle welche Informationen stehen und diese in Logpoint-Sprache übersetzen. Noch einmal erwähnt, die EAL 3 Plus Zertifizierung sowohl für das SIEM als auch für das UEBA. Und nun zum kaufmännischen Teil. Der große Vorteil bei Logpoint ist die exakt planbare Kostenseite. Warum ist das so? Es wird lediglich nach Knoten, nach Nodes, entweder Full Nodes, Server, Firewalls, Proxys etc. pp. Oder nach Light Nodes, alles was Clients und Drucker anbelangt, lizenziert. Auf der UEBA-Seite geht es nach Entitäten, nach sogenannten zusammengehörenden Einheiten, also ein User plus sein PC oder sollte der Benutzer auch noch ein in der AD verwaltetes Tablet verwenden, ist es der User, sein PC plus das Tablet. Diese drei zusammengehörenden Einheiten ergeben eine Entität und werden mit drei Lizenzen lizenziert. Sehr einfach zum Durchzählen. Da Logpoint ein europäischer Hersteller ist, hat er natürlich ein umfassendes Datenschutzfunktionalitäten implementiert, der sogenannte Data Privacy Mode. Damit werden alle Klartextinformationen, personenbezogene Klartextinformationen wie Benutzernamen, IP-Adresse, Device-Namen können darüber verschlüsselt werden. Das ist ein einzelner Klick in der Installation und über ein zwei- oder beziehungsweise Vier-Augen-Prinzip kann dieser Data Privacy Mode im Verdachtsfall wieder aufgehoben werden. Umfassende Compliance Reports, da sprachen wir schon in den beiden ersten Teilen darüber, sind verfügbar und zwar out of the box und individuell und nach Geschmacksrichtung der jeweiligen Auditoren leicht anpassbar. DSGVO, ISO Reports, SOX, HIPAA, PCI und vieles mehr. Das Preismodell ist ideal für den Mittelstand und was die Kunden besonders überzeugt von Logpoint ist der gute Service und Support. Über 98% zufriedene Kunden, das spiegelt sich wieder in der extrem hohen Renewal-Rate, die eine Logpoint Jahr für Jahr von ihren Kunden erhält. Tja, das war's für diesen Tag. Ich sage vielen Dank. Ich freue mich, wenn Sie mich kontaktieren. Meine Kontaktdaten sehen Sie hier unten, wolfgang.rieger@techdata.com. Ich stehe Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Vielen Dank und ja, vielleicht bis demnächst in einem anderen Videoclip.